Der Ausbruch zerstörte fast 600 Quadratkilometer Wald. 57 Menschen und Millionen von Tieren starben. Noch immer treiben die Baumskelette auf der Oberfläche des Spiritsees. Überall in der Gegend liegen umgestürzte Bäume und Holz. Doch das Leben kehrt in einer erstaunlichen Geschwindigkeit zurück, so die Wissenschaftler. Tief unten im Krater des St. Helens hat sich ein Lavadom von 400 Meter Höhe gebildet und er wächst beständig weiter. Der Berg baut sich selbst wieder auf. Zusammen mit Kollegen des Cascade Volcano Observatory wurde Dr. Norman Banks als Retter vieler Leben geehrt. Unsere Daten überzeugten den Gouverneur, dass vermutlich ein verheerender Ausbruch bevorstand. Seitdem arbeiten wir direkt am Lavadom. Nur dort können wir Veränderungen beobachten, die es uns erlauben, einen weiteren Ausbruch besser vorhersagen zu können. Man muss den Charakter eines Vulkans kennen. Manche Messgeräte sind so einfach wie unsere eigenen Sinne. Aber für quantifizierbare Daten brauchen wir Hightech-Geräte, wie zum Beispiel Seismographen, Deformationsgeräte und Gasanalysen. Wir würden einfach gerne das Leben um den Feuerring herum schützen. Nur wenige Wochen, nachdem das Team den Krater verlassen hatte, explodierte der Lavadom ohne Vorwarnung. Vulkanologen vermuten für die Zukunft sogar noch größere Ausbrüche. Der St. Helens arbeitet weiter, mit einer Kraft jenseits all unserer Vorstellungen. Tief in der Erde, über einem Kern aus Eisen und Nickel ist eine Hülle aus leichteren Elementen, erhitzt durch natürliche Radioaktivität. Die Hülle verhält sich wie erhitzte Flüssigkeit. Und auf dieser Hülle treiben die dünnen Platten der Erdkruste wie riesige Floße. Die schweren Platten des sich ausdehnenden Meeresbodens sinken unter die Kontinentalplatten. Dadurch entstehen Erdbeben rund um den Pazifikrand. Die sinkenden Platten setzen heiße Flüssigkeiten frei. Diese lassen die Hülle schmelzen. Das leichtere Magma steigt, bildet komplexe vulkanische Kanäle und riesige Magmakammern, immer bereit auszubrechen. Die tektonischen Platten formten mit ihren immer wiederkehrenden Verschiebungen die Vulkane entlang des Feuerrings. Der Sakurajima ist einer unter Hunderten von Vulkanen auf den japanischen Inseln.
Sammler von Sakurajima inszenieren die Wut des Vulkans. Bricht Sakurajima aus und bedeckt die Hafenstadt Kagoshima und die ganze Insel mit Asche. Wird die Evakuierung geübt, im Gedenken an die Ausbrüche von 1914. Die Bewohner leben im Einklang mit dem Vulkan. Er gehört einfach zu ihrem Leben dazu. Entlang der Küste und in ganz Kagoshima haben die meisten Gebäude kuppelartige Glasdächer, um die regelmäßigen Aschestürme abzuhalten. Unter den bedrohlichen Schatten der Zerstörung geht das Leben weiter. Kagoshima wird überleben. Dafür sorgen die wachsamen Wissenschaftler, die direkt am Fuße des Berges leben und arbeiten. Ein Vulkanologenteam unter der Leitung von Dr. Kusuke Kamo beobachtet jegliche Aktivität des Vulkans. Wachsamkeit ist in einem Land mit über 50 Vulkanen und mehr als 10.000 Erdbeben pro Jahr eine wichtige Eigenschaft. Bei einem großen Erdbeben in Tokio kamen 1923 mehr als 140.000 Menschen ums Leben. Die meisten starben im Feuer, ausgelöst durch das Beben. Heute sind die Bewohner Tokios Teil eines nationalen Erdbebenbereitschaftsprogramms, entwickelt, um das Überleben der Menschen zu sichern. Gebäude wurden so konstruiert, dass sie den gewaltigen Kräften eines Erdbebens widerstehen. Kein Volk der Welt ist besser auf Katastrophen vorbereitet als die Japaner. Menschen sind nicht die einzigen, die sich dem Leben am Feuerring angepasst haben. Die vulkanische Hitze, die heißen Quellen in Nagano erwärmt, ermöglicht den japanischen Schneeaffen, so weit nördlich zu leben. Auch in Beppu leben die Menschen mit den vulkanischen Mächten. Sie nutzen die geothermale Energie für ihre Entspannung und Gesundheit.
die therapeutischen Quellen von Kirishima. Und die Lavasandbäder in Beppu, berühmte und beliebte Kurorte. Ruhepausen in einer erbarmungslos modernen Welt, in Japan immer nur einen Schritt entfernt.